Ich werde euch dann mal zeigen, was ich zum Saftfasten dann für Lebensmittel verwende. Ich bestelle hier gerade bei einem regionalen Naturkosthof, die für 2 € Versand in grünen Kisten, möglichst ohne Verpackung versenden. Und die Produkte hier sind jetzt alle regional, bis auf die Kiwi und die Wassermelone und alle in Demeter- oder Biolandqualität. Insgesamt reicht das 7-8 Tage und kostet, wie man hier unten sieht, 60 € insgesamt. Das ist mir auf jeden Fall wert, weil das bei mir die höchste Priorität ist, sogar über einem Dach über dem Kopf. Also zur Not lebe ich halt im Zelt. Das ist mir auf jeden Fall mega wichtig. Und hier habe ich jetzt 6 Äpfel, ca. 800 Gramm. Wie gesagt, ist alles regional. Äpfel Topaz 1 Kilo. 4 € pro Kilo. Ein Bataviasalat, ein Eichblattsalat und ein Kopfsalat. Jeweils 88 Cent pro Stück im Angebot. Bieren für 2,50 € pro Kilo im Angebot. Hole ich 3 Kilo von. Huch, das war E-Mail-Programm. Der Dill ist gefroren für später irgendwann. 2 Gurken. 10 Kiwis, das ist circa 1 Kilo für 3,90 €. Möhren Kilo für 2,30 €, Nektarinen 2 Kilo, Pfirsiche 2 Kilo für je 3 € im Angebot, Rote Beete 1 Kilo 3 €, Spinat ein halbes Kilo 3 €, Strauchtomaten 1 Kilo 4 € und eine Wassermelone 3,5 Kilo 7 €. Dann werde ich mir im Netto noch Bio-Trauben holen für je 3 € pro Kilo und bei einem anderen Hof, also auch Naturkosthof, werde ich noch Pflaumen, Mango, Bananen und Ananas holen. Da sind dann natürlich nur die Pflaumen regional. Eigentlich, ich will auf jeden Fall erstmal alles ausprobieren mit den insgesamt 10 verschiedenen Obstsorten. Das alles zu entsaften und das Gemüse werde ich halt auch alles entsaften. Und danach werde ich aber versuchen, möglichst fast nur regional einzukaufen. Also weniger Südfrüchte. Weil eigentlich finde ich einen Apfelsaft auch richtig geil. Ja, alles klar.